So, hey Leute und willkommen zu einem neuen Video. Danke fürs Einschalten. Mein Name ist MashState und heute zeige ich euch die Bilder, die es zum neuen Battlefield 1 DLC namens They Shall Not Pass gegeben hat. Ich habe darüber schon mal berichtet zu einem dieser Bilder, aber es gibt jetzt tatsächlich noch ein paar neue Bilder und die möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Der Name des DLCs, über das wir hier reden, ist natürlich, wie angesprochen, They Shall Not Pass. Im März 2017 wird dieses released und das ist vielleicht noch ein bisschen lange hin, aber naja, jedenfalls wird jetzt schon mal so ein bisschen angeteasert, was wir sehen werden. Der Schauplatz dieses DLCs oder der Karten, die im DLC enthalten sind, ist die Schlacht um Verdun. Nicht nur, aber zum Großteil. Und die Besonderheiten der Karten sind grob zusammengefasst, dass sie große Landschaften bieten, Grabenkämpfe und auch Close Quarters Combat beinhalten. Und ob das jetzt alles auf einer Karte sein wird oder auf verschiedenen, das weiß man nicht. Ich könnte es mir allerdings sehr gut vorstellen. Fangen wir einfach mal mit dem ersten Bild an, das wir hier sehen. Hier sehen wir Soldaten, die durch das Feuer kämpfen, das durch das Speerfeuer im Kampf um Verdun entstanden ist. Denn alleine zum Beginn der Schlacht von Verdun wurden in etwa 1 Million Artilleriegranaten abgefeuert. Und dadurch sieht das hier auf jeden Fall recht offen aus. Es gibt wenig Deckung, aber ganz bestimmt wird es auch einige Gräben geben. Also ordentlich Grabenkampf kann erwartet werden, würde ich mal sagen. Die Kämpfe, die hier stattgefunden haben und die auch die einleitenden Kämpfe um die Schlacht um Verdun waren, sind übrigens als Devil's Anvil in die Geschichte eingegangen. Als nächstes Bild hätten wir dieses hier und hier sieht man wieder das Waldfeuer im Hintergrund. Es könnte also dieselbe Karte sein, aber es könnte auch genauso gut eine neue Karte sein, die einfach nur wieder das Feuer aufgreift. Durch das überwältigende Artilleriefeuer wurden sehr schnell mehrere Orte wie Saint-Monieux und ganze Wälder in Schutt und Asche gelegt. Auch hier sind nur noch die Überreste von, ich würde mal sagen, einer Kirche zu sehen. Und Verdun war übrigens die längste Schlacht des Ersten Weltkrieges und hat 9 Monate angehalten. Bild Nummer 3 zeigt ein paar Tunnel und das Interessante dabei ist ja, dass ja so viel mit Artillerie zertrümmert wurde, aber die Tunnel von Fort Vaux, die standen immer noch. Das war übrigens auch das erste Bild, das wir zu diesem DLC gesehen haben und ich kann mir auch wirklich immer noch gut vorstellen, obwohl ich das schon im letzten Video gesagt habe, dass wir hier eine Operation Locker ähnliche Karte sehen werden. Das, was von Fort Vaux übrig geblieben ist, kann man übrigens auch heute noch besichtigen. Ich habe mir dazu mal ein paar Bilder und Videos angesehen. Ich konnte leider nicht mal eben nach Frankreich düsen, aber naja, die Bilder waren trotzdem unglaublich interessant. Und wer sich dafür interessiert, der sollte sich das auch unbedingt mal anschauen. Vielleicht, wenn er auch in Frankreich ist, einfach mal vorbeischauen. Im Text auf der Battlefield-Seite zu diesem Bild wird übrigens auch darauf eingegangen, dass das hier ein Labyrinth aus dunklen Gängen ist oder war und dass um jeden Zentimeter gekämpft wurde. Und das könnte natürlich wieder dafür sprechen, dass wir tatsächlich etwas Ähnliches wie Operation Locker sehen werden. In der Schlacht um Verdun wurden etwa 40 Millionen Artilleriegeschosse abgefeuert und deshalb sieht ein Großteil der Landschaft einfach komplett zerstört aus. Hier sieht man das nochmal ganz gut und man sieht aber auch etwas von den kommenden Grabenkämpfen, die uns mit dem neuen DLC erwarten werden. Die Schlacht von Soissons hat DICE dazu gebracht, einen neuen Satz von Karten zu erstellen, auf denen die französischen Panzerangriffe im Vordergrund stehen sollen. Man soll sich auf wichtige Brücken konzentrieren und außerdem wird ein neues Behemoth geteasert. Das mit den Brücken könnte ganz bestimmt sehr interessant werden, also dass man eben zum Beispiel bestimmte Brücken halten muss, um voranzukommen, um neues Gebiet zu sichern. Dass wir mit dem neuen DLC auch ein neues oder vielleicht sogar mehrere neue Behemoth-Fahrzeuge sehen werden, ist zumindest einigen Leuten schon ganz klar oder zumindest wird darüber spekuliert. Ich habe auch schon vor einiger Zeit darüber mal so ein bisschen in einem Video gesprochen und es wird unter anderem immer noch vermutet, dass es zum Beispiel eine große Artilleriekanone als Behemoth sein könnte. Es könnte auch sein, dass ich dieses Video leider etwas verspätet rausbringe. Falls das so ist, dann auf jeden Fall sorry dafür, aber deshalb bedanke ich mich umso mehr bei euch, dass ihr es dennoch angeschaut habt. Trotzdem bin ich auf jeden Fall gespannt, wie diese neuen Karten aussehen werden und auch ob wir vielleicht mehr Ränge erhalten, sodass nicht mehr Rang 100 der Maximalrang bleibt oder sowas halt. Das gab es auch schon bei BF4 bei ein paar DLCs, das würde mich also nicht wundern. Und zu den Waffen, die mit diesem DLC kommen sollen, ist bisher auch noch nichts bekannt, also die Frage dazu bleibt auch noch offen. Naja gut Leute, das war es auch schon wieder für dieses Video. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.